Moin Leute, da sind wir wieder. Ich wollte mal etwas Eisen in den Ofen stopfen, was natürlich blödsinnig war, weil ich es gar nicht abgezählt habe. Was haben wir denn? 32 wären 4, haben wir aber gar nicht. Sind wir so verschwenderisch? Ach, eigentlich sind wir schon. Ich pack trotzdem nochmal 3 Kohle. Nee, ich bin zu geizig. 2 Kohle packe ich rein. So, und dann müssen wir mal gucken. Was wollte ich denn noch machen? Ja, das wollte ich rauspacken. Ein neues Schwert müssen wir demnächst mal basteln. 2 Knochen haben wir mitgebracht von unserer Reise, obwohl ich gar nicht gesehen hatte, dass ich die überhaupt aufgesammelt hatte. Dann müssen wir uns mal etwas zu essen reinziehen. Und leider noch einmal was zu essen reinziehen, damit die Herzen wieder gefüllt werden. Ja, dann sollten wir eine Hacke, eine Axt haben wir mit. Ja, hilft ja alles nichts. Wir sind ja mit unserem Bauprojekt noch nicht durch. Das nehme ich mal mit. Der Rest kann da vor sich hin brutzeln. Und dann gehen wir jetzt erstmal als allererstes etwas Holz schlagen. Aber ich sehe gerade, hier ist noch Weizen gewachsen. Den wollte ich noch kurz mitnehmen. Oh, super. Hat ja zum Glück genau einen Samen, einen Weizensamen gedroppt. Schlecht. So. Wir müssen ja noch Zäune basteln wie die Weltmeister und da werden wir nicht drum rumkommen, den einen oder anderen Baum umzuklotzen. Oh, das ist hier so dunkel mittlerweile. Ja, das nenne ich mal eine Baumfarm, Leute. Aber die Erde werden wir brauchen. Und dann schlagen wir mal Holz wie die Gestörten. Ja, die Kohle fehlt uns im Augenblick so ein bisschen. Da haben wir ein bisschen wenig von. Deswegen bin ich auch geneigt, hier wirklich Tabula Rasa zu machen, sehr viele Bäume umzuschlagen und dann einfach erstmal Charcoal herzustellen. Indem wir dann einfach mal sämtliche Bäume, die hier so sinnlos in der Gegend rumstehen, einfach umklotzen. Dabei wird dann sicherlich auch noch hoffentlich der ein oder andere Apfel droppen. Wenn wir denn Glück haben, sollte das nicht so sein. Naja, mein Gott, kann ich auch mitleben. So. Aber die sind wirklich sehr schön schnell gewachsen. Das freut des Baumfällers Herz. Einige werden jetzt gleich wieder ankommen und sagen: Hey, nimm doch den Timbermod. Ja, ich kann mir dann aber auch eigentlich gleich ein Programm nehmen, irgendein anderes, und mir das Holz einfach ins Gepäck cheaten. Warum soll ich denn dann überhaupt noch spielen? Ich spiele dieses Spiel doch deswegen, weil mir das Holzhacken und das ganze Steineklopfen und das ganze Abbauen, weil mir das Spaß macht. Nicht, weil ich das in so... Sch ah, jetzt hängt die Maus, die Tastatur, das hat die manchmal. Dann renne ich in eine Richtung und renne dann einfach weiter in diese Richtung. Da muss man aber nur einfach nochmal die Richtungstaste betätigen und dann hört das auch auf. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, ja, ich möchte dieses Spiel einfach so in der Geschwindigkeit spielen, wie das vorgesehen ist, halt ohne Mods. Ich finde das Spiel auch klasse ohne Mods. Das Texturenpack, naja gut, okay, da kann ich aber mit leben. Das ist hier jetzt nicht eine wirkliche Veränderung, sondern einfach nur eine Verschönerung. Aber versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Mods, also es gibt sicherlich auch die ein oder andere interessante Mod, aber ich möchte einfach ohne spielen. Ah, ein Apfel. Also ich war ja auch mit dem Spiel zufrieden, als es noch ganz, ganz viele Sachen einfach nicht gab. Als ich das im letzten Jahr angefangen habe zu spielen, also naja, das letzte Jahr wird den Leuten, wenn die sich später die Folgen angucken, nichts sagen. Also im, wann war denn das? Im November, Anfang November, Ende Oktober, Anfang November 2010 habe ich dieses Spiel angefangen zu spielen. Da habe ich mein, also kurz nach dem ersten Halloween-Patch, habe ich meine erste Welt erstellt.
Und seitdem spiele ich dieses Spiel einfach mit wachs eigentlich mit wachsender Begeisterung. Denn es macht Spaß, es ist unheimlich, also man kann unheimlich kreativ sein. Oh, da hatte ich aber einen richtig dollen Hänger eben gerade. Ich hoffe, das Videoprogramm reißt das wieder raus, dass ihr das nicht mitkriegt. Also ich habe hier eben gerade 2, 3 Sekunden echt Stillstand gehabt. Da ging gar nichts. Aber damit haben wir ja gelernt zu leben. So. Bing, bing. Hätten wir das auch. Das mache ich immer gar nicht gerne mit einer Spitzhacke, sage ich schon. Mit der Axt einfach mal die Bäume rauszuschlagen, Quatsch, die Blätter rauszuschlagen. Denn das verbraucht nur die Axt schneller und ja, man gewinnt damit eigentlich nichts, indem man dann einfach irgendwas anderes in die Hand nimmt, kurz, und damit die Blätter wegkloppt. Also wir sollten jetzt reichlich Holz haben. Gut, okay, ich habe jetzt so viel Holz abgebaut. Das kann natürlich sein, dass der Rechner dann auch mal langsam ins Schwitzen kommt. Wenn ich hier einen Baum nach dem anderen umflüge. Ah, hier hinten, das ist aber wirklich, mein Gott, ist das dicht geworden. Weil der muss ja dann das Ganze auch noch berechnen. Der muss berechnen, wie die Blätter hier sich also die Blätter sich auflösen und. Das ist schon nicht gerade wenig Rechenpower, die dem Rechner dann abverlangt wird. Aber ich finde, es läuft unheimlich flüssig. Ach so, ich habe mittlerweile übrigens die Version 1.2.3 drauf. Da gab es wohl noch irgendwelche Bugfixes. Aber ich denke mal, die wird, glaube ich, eh jeder mittlerweile installiert haben. Was gibt's denn sonst noch Neues? Oh, eigentlich nichts. Ich mag es ja sowieso, wenn es nicht zu heftige Veränderungen gibt. Also von daher passt mir das ganz gut, dass es nichts Neues gibt. Also ich meine jetzt natürlich beim Spiel. Also viele Sachen, die es hier gibt, die bräuchte ich noch nicht mal. Also ich bräuchte diese ganze Verzauberung und so, das bräuchte ich eigentlich gar nicht. Das mit dem Hunger finde ich allerdings eine sehr sinnvolle Sache. Das finde ich sehr schön. War lange überfällig. Das hätte ich mir schon viel, viel früher gewünscht. Auch das mit dem Tiere züchten. Denn dann, das macht, dann hat man wenigstens nebenbei noch eine wirklich, wie ich finde, sinnvolle Aufgabe, weil man muss sich ja darum kümmern, dass man nicht verhungert. Meine Güte, ey, jetzt haben wir aber auch wirklich, ne, hier alles umgeklotzt, was so geht. Aber ein paar Bäume sind ja noch. Noch haben wir nicht fertig, aber unsere Axt hat gleich fertig. Und sobald die Axt Poff macht, dann werden wir auch mal aufhören, hier Holz zu schlagen. Und dann möchte ich auch schon mal, weil das Eisen so weit durchgebraten sein müsste. Dann möchte ich schon mal das erste Holz reinwerfen, damit wir dann wenigstens mal ein 64er Stack Charcoal basteln können. Da haben wir auch Fertsch. Hier fließt doch irgendwo das Wasser. Ich habe da eben noch fließendes Wasser gehört. Ja, hier müssen wir das natürlich auch alles anders machen. Und zwar 1, 2 und dann kommen hier, da kommt noch Erde hin und dann kommen da noch Zäune hin. Also, dass man dann wenigstens so einen Rundumgang hat. Quatsch, Zaun. Ja, ihr seht schon, es ist noch unheimlich viel zu tun. Ja, wow, machen sie.
Vier haben wir übrig behalten. Dann packen wir doch mal. Was wollte ich denn jetzt genau? Ich wollte 8 Kohle, wollte ich da reinpacken. Und dann ab dafür. Und jetzt machen wir Charcoal. Und dann haben wir auch kein Problem mehr mit der Kohle. So, ein Weizen. Na, Wahnsinn. 15 Äpfel haben wir. Die nehme ich aber auch mal mit. Die kann man immer schick happern. So nebenbei. Oh, Redstone haben wir schon. Kakaobohnen 3. Ja. Spawner haben wir noch gar nicht so viele gefunden. Jetzt, wo ich so sehe. Dann, wir wollen nicht das ganze Holz mitnehmen. Nachher kommt jemand vorbei, den wir nicht sehen wollen und haut uns um und dann verlieren wir alles. Nee, deswegen lassen wir mal ein paar Ressourcen, lassen wir hier. Vergessen wieder mal die Spitzhacke zu bauen. Haben natürlich auch das komplette. Nein, haben wir nicht. Gut. Ich dachte schon, ich hätte jetzt das komplette Eisen rausgepackt, obwohl ich ab und zu auch Silber sage, ist mir sonst nie passiert. In letzter Zeit passiert mir das öfters, dass ich mal Silber sage. Das ist falsch. Liegt aber einfach daran, dass ich mittlerweile auch andere Spiele ja noch spiele, also so zwischendurch. Ach Mensch. Jetzt wird es auch gerade wieder dunkel. Müssen wir mal gucken. Oh, da kamen schön viele raus. Das ist gut. 3. Ja, so wächst unser Minifeld hier so langsam nach und nach. Solange die Sonne noch nicht so ganz untergegangen ist, können wir ja dann immer noch mal schnell was anpflanzen. Hopp. Ja, Miezis, ich weiß, aber euch ist das, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Hauptsache, ihr sitzt sicher und dann, ja, ein Hund, Mensch. Jetzt, wo ich die Miezis sehe, ich hoffe nur, die greifen sich nicht gegenseitig an, dass es Mord und Totschlag in der Bude gibt. Er wäre natürlich ungünstig, wenn die sich dann wirklich. Also muss man sich mal vorstellen. War da nicht gerade ein Wolf? Oder war das ein Schaf? Nee, das ist ein Ocelot. Nee, noch eine Katze brauchen wir nicht. Da haben wir jetzt genügend von. 3 Stück sollen reichen. Wir können ja immer noch nachzüchten. Dafür müssen wir dann allerdings auch mal wieder angeln gehen. Holz, Holz, Holz. Entschuldigung, da musste ich mich mal räuspern und hab einfach vergessen, weil das so dringend nötig war, mal Mute zu drücken. Oh, Äpfel. Schön. Also ich glaube, ich brauche mir dann nicht mehr so die großen Gedanken drum zu machen, wo ich Setzlinge herbekomme, jedenfalls für diese Sorte Bäume. Und das sind ja eigentlich die wichtigen Bäume, da diese Bäume halt auch die Äpfel droppen. Bei den anderen, wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die droppen keine Äpfel. Aber ihr dürft mich gerne berichtigen, falls es nicht so ist. Ich glaube, diese Kiefern oder was das da sein soll und die Birken droppen keine Äpfel. Von daher ist es dann auch wurscht, ob wir die anpflanzen oder nicht. Da geht es nur darum, wenn wir denn das Holz verbauen wollten, also die Holzstämme oder die Blätter bräuchten, wenn wir die mit der Schere ernten. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben ja noch reichlich Bäume. Irgendwo treffen wir hier auch auf diesen riesigen Baum. Ja, ich glaube, das hier ist er. Müssen wir uns erstmal hochbauen. Also bis der hier fällt, das könnte ein bisschen dauern. Weil der sah wirklich, also riesengroß sah der aus. Ihr seht ja schon, was der hier für dicke Äste hat. Ich hoffe nur, dass
das ganze Holz dann nicht vorher sich schon auflöst, bevor wir es denn sammeln können. Wäre ja schade drum. Ist das schon wieder ein neuer Baum? Ich glaube. Na, das scheint auch ein neuer zu sein. Ja, ich stelle mich mal lieber auf meine Erde hier, bevor die ganzen Blätter dann alle weg sind und ich hier den Abgang nach unten mache. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so an Holz haben. Ach, schau an, wenn ich die so rausschlage, dann kann man da auch den ein oder anderen Apfelball rauskriegen. Wusste ich gar nicht. Ja, dann stellen wir uns doch hier einfach mal mit auf den Baum und dann ab dafür. Ah, jetzt habe ich sie doch mit der Axt weggekloppt. Naja. Aus mir wird wohl doch kein Sparfuchs mehr. Also im Moment, Leute, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich mich hier in diesem ganzen Geflecht befinde. So mit nach unten weghacken ist immer. Da könnte auch das einfach mal so sein, dass man nicht auf einem Stamm steht und dann poff, liegt man unten. Naja, aber ein bisschen Risiko muss sein. Oh, das war's schon. Mensch, das ist aber dann haben wir auch erstmal wirklich so viel Holz, dass wir uns dann echt keine Sorgen mehr machen brauchen. Und bei Zeiten pflanzen wir dann halt einfach noch mal den ein oder anderen normalen Baum an. Also so ein Riesenfeld muss es ja dann nicht unbedingt sein. Reicht nicht. Blöd. So. Ja, da müssen wir uns dann aber noch viel höher buddeln. Machen, tun. Habe ich gar nicht gesehen, dass hier noch so viel Holz drin steckt. Oh, noch mehr. Und da hinten dann natürlich auch nochmal. Ja, und dann wieder. Da muss doch auch noch irgendwo Holz sein, genau. Denn dort, wo Holz ist, wie gesagt, da decayen ja die, also die verschwinden ja nicht. Decayen ist ja nichts anderes als verschwinden. Da verschwinden dann einfach die Blätter nicht und dann kommt das Holz natürlich, was dann noch auf den Blättern liegt, natürlich nie unten an. Ja, dann haben wir mal ganz kurz eine Folge lang komplett durch Holz geschlagen. Aber das werdet ihr mir verzeihen müssen, weil dann müssen wir das in den nächsten Folgen nicht mehr machen. Denn das haben wir ja jetzt erledigt. Also irgendwo höre ich hier fließendes Wasser. Ach, bald ist es vollbracht. So, jetzt hier noch einmal. Und dann sollte das auch wirklich fast geschafft sein.
Also sowas wächst immer irgendwie, finde ich, schneller als wenn man jetzt so unterirdische Farmen oder überhaupt irgendwelche anderen Farmen hat, habe ich so die Feststellung gemacht, einfach unendlich viele Bäume in die Buttnick pflanzen und dann explodieren die förmlich. Ihr seht ja, das funktioniert gar nicht schlecht. Ah, hier haben wir sogar noch ein paar Bäume. Sind ja anscheinend noch nicht alle gewachsen. Aber ihr seht, dann hat man Laufspaß, indem man etwas hin und her laufen kann und nicht einfach nur auf einer Stelle steht und irgendwelche Stämme umklotzt. Was sagt uns das? Das sagt uns, da muss noch irgendwo ein Stückchen Holz drin sein. Ich glaube, ich habe es auch schon gesehen. Deswegen verschwindet der Spaß hier auch nicht. Da ist es. Ding, ding. So, und jetzt sollte. Ah, genau, das wollte ich nicht. So, und jetzt sollte das hier nämlich auch verschwinden. So, noch mehr Holz. Ja, ein bisschen müssen wir noch warten, was hier an den Blättern, was da noch so runterfällt, weil der ein oder andere, das ein oder andere Stückchen Holz ist ja dann doch noch mal mit dabei. Und der ein oder andere Apfel. Aber ich glaube, es wird schon wieder dunkel, oder? Ja, es wird wirklich schon wieder dunkel. Ah, da ist noch ein Stück Holz. Hier hinten haben wir noch zwei Bäume, die müssen noch dran glauben. Und dann heißt es auch schon wieder ab ins Bettchen und Bubu machen. Oh, das sind sogar zwei. Also die leicht lilane Farbe beim Sonnenuntergang, die gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das macht einen sehr schönen, stimmigen Eindruck, finde ich. Also diese Farbvariationen, doch, das hat was. Das mit dem Sprinten kriege ich aber noch immer nicht hin, wie ihr gerade seht. So, schnell pofen gegangen und dann zimmern wir uns auch gleich nochmal eine neue Axt. Denn das tut Not. Mit unserer werden wir da nicht mehr besonders weit kommen. Und bevor ich dann nochmal hierher hetze. So, Holzkohle. Und dann verbraten wir die ganz normale Kohle und die Holzkohle packen wir da rein. Fertsch. Halt. So wollte ich das machen. Jetzt aber hier. Zack. Ab dafür. Und dann nochmal runter da. Mensch, renn doch. Forest, lauf. So. Und dann hauen wir hier nochmal die letzten paar Bäumchen um. So sie denn wachsen. Sammeln die letzten Setzlinge noch mit ein und vielleicht noch einen Apfel, wenn noch einer droppt. Wenn jetzt ein bisschen was ins Wasser gefallen ist, ja, kann ich mit leben. Aber da ist zum Beispiel noch ein komme ich nicht ran. So, jetzt aber. Quatsch, da war er. Genau. So, zack, zack, zack. Den Apfel, den wollte ich ja dann doch noch haben. Oh, den letzten Setzling hier hinten, den kloppen wir noch weg. Und alles, was jetzt noch droppt, der hat Pech gehabt. Sammle ich jetzt nicht mehr auf, denn diese Folge, ist auch schon wieder zu Ende. Und ich würde jetzt ganz gerne hier unten dann ein bisschen weiterbauen. Ich renne aber nochmal in mein sicheres Home. Home, sweet home.
was ja auch noch nicht so wirklich schön aussieht. Und verabschiede mich erstmal und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.